Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast hier bei mir in meinem Raum. Und ja, ich freue mich einfach, dass die liebe Ursula heute dabei ist, denn du sprichst auch mir ganz oft aus der Seele, muss ich ganz ehrlich sagen, denn du bist auch eine Künstlernatur und das verbindet ja gleich unheimlich. Und ja, du hast auch die Musik, die dich inspiriert. Du bist sehr kreativ auch mit den Texten, was mich ja auch mal sehr packt. Und ja, du hast selber auch, würde ich sagen, eine kleine bewegte Geschichte hinter dir in deinem Mama-Leben, in deinem Mama-Alltag. Und das finde ich total klasse, dass du das heute mit uns teilst. Also erstmal herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, Claudia, dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Und ja, bin gespannt. Sehr cool. Ja, für Ja. alle, die dich jetzt so noch nicht kennen, die dann deine Arbeit vielleicht noch nicht erlebt haben, erzähl doch mal so ein bisschen ja, von deinem Familienalltag natürlich, aber auch, was machst du so beruflich, also was ist so deine Passion? Okay. Also fangen wir mit der Familie an. Ich bin Zweifachmama. Das heißt, meine große Tochter wird im April 16 Jahre alt und der kleine Mann ist jetzt im November 2 Jahre alt geworden. Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, genau. Es sind auch zwei Männer beteiligt. Und genau, also ich bin total gerne Mama, auf jeden Fall, immer schon gewesen. Habe auch, ja, also immer versucht, das Mama-Sein mit allem anderen so in Einklang zu bringen, ne? Ob das jetzt im Privaten ist oder auch mit der Arbeit, wie auch immer. Und habe jetzt in jüngerer Vergangenheit die Entscheidung getroffen, dass ich, damit ich mein Mama-Sein so leben kann, wie ich das will, dass ich mich selbstständig mache, wieder einmal. Ich war schon einmal selbstständig. Und habe angefangen vor einem Jahr, genau auch mit einem Mama-Thema, nämlich mit dem Thema Beckenboden und Ernährung. Also da ging es um die Zeit postnatal. Da wollte ich, habe ich unterstützt. Und habe aber dann im Zuge ja, der Arbeit und des Machens, des Tuns und der Weiterbildung und Coaching irgendwann gemerkt, ja, das ist schön, das macht dir total Spaß, aber es ist nicht das, wofür du brennst, es ist nicht das, was dein Herz braucht, was deine Seele braucht, damit überhaupt es mir zu mir gut geht, ne? So wirklich gut geht und damit es auch mir als Mama gut geht. Und habe dann wieder einmal vom Leben einen Hinweis gekriegt, dass ich doch jetzt mal bitte endlich in die Richtung gehen soll, in die ich gehen soll. Nämlich, also in die Musik und ins Schreiben, kreativ sein. Genau. Und da bin ich jetzt gelandet. Ich habe so heimlich dann den Shift gemacht, Mitte des Jahres, habe gedacht, ach, nimmst du mal Instagram, da bist du noch nicht präsent gewesen, fängst mal mit deinen Texten an. Und es hat sich so nach und nach so entwickelt, dass ich jetzt im neuen Jahr damit starte, selbstständige Frauen und Mütter zu unterstützen, wieder die Verbindung zu sich zu bekommen. Ne? Also aus diesem ganzen Gehassel und dem Kopfgesteuerten und so macht man das und diese ganzen Anforderungen, Erwartungen, die wir Frauen ja auf allen Ebenen irgendwie haben und selber auch machen, da mal rauszukommen. Total super. Genau, was sich ja dann auch wieder niederschlägt in allen Lebensbereichen, so auch im Privaten. Auf Ne? jeden Fall, auf jeden Ja, Fall. Ja, total genau. klasse. Warum glaubst du denn, ist dieses Kreative dir, aber auch für die anderen so wichtig? Für mich und ich glaube für die anderen auch, ist es einfach der Schlüssel oder der Weg, um in Verbindung mit mir selbst zu sein und aber auch in Verbindung mit anderen zu sein. So nach innen und nach außen. Und letzten Endes dürfen wir Frauen uns auch gerne mal darauf besinnen, dass das auch eine unserer urweiblichen Kräfte einfach ist. Es ist die totale Superpower eigentlich. Sehr Nur, cool. ja, es ist, weil wenn du überlegst, was ist weiblich? Weiblich ist Kreativität, ist Empathie, es ist Intuition, es ist der Zyklus, ne? Zyklus und Rhythmus. Nur leider
ist es ja mittlerweile schon seit Ewigkeiten so, dass die Männer auch, aber wenn wir jetzt nur von uns Frauen sprechen, wir gar nicht mehr unsere Anteile wirklich so ganzheitlich leben. Mhm. Ja? Und leben können. Und es ist einfach, finde ich, jetzt an der Zeit, da mal ein bisschen was zu ändern. Finde ich total klasse, finde ich total klasse. Ja. Wie ist das denn, wenn du sagst, du bist ja jetzt wirklich, der Altersunterschied von deinen Kindern ist ja jetzt doch echt extrem. So, manche haben ja dann nur ein Kind oder halt mehrere wie ich jetzt, ne, im kurzen Zeitabstand. Da ist es dann ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Herausforderung gewesen, ich sag jetzt mal zweimal von vorne anzufangen, sage ich jetzt einfach mal so, und da auch zu gucken, wo bleibst du? Also wie war das so? Wie hast du deine Künstlerseele jeweils bei jedem Kind so gelebt oder leben lassen? Ja. Also die Geschichte ist ja auch ein bisschen besonders, da kann ich gleich auch noch was dann dazu sagen. Also bei meiner großen Tochter war es so, dass ich, ach, da war, wie alt war ich denn da? 24 oder so. Und ich war seit 5 Jahren mit ihrem Vater zusammen und wir hatten dann gerade auch geheiratet. Nee, stimmt ja gar nicht. Auf jeden Fall, es war einfach dran. Das Kind war jetzt dran. war auch alles soweit okay. Tatsächlich hatte ich aber, bevor wir, ja, oder kurz nachdem wir geheiratet haben eigentlich, genau, die Sache mit der Musik drangegeben. Ich wollte nämlich ursprünglich Musik studieren und dann, oder Musical machen. Wow. Hatte auch alles Mögliche irgendwie in die Wege geleitet, habe auch einen Platz gehabt in einer Akademie, habe den aber dann abgelehnt, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist nicht gut. Da geht die Liebe bei Flöten. Habe mich für ihn entschieden, war meine Entscheidung. Mhm. Der Rattenschwanz danach war einfach, dass ich das, da habe ich nicht gut aufgepasst. Da habe ich das dann irgendwann verloren. So, und dann kam meine Tochter zur Welt und es war alles ein bisschen viel. Ne? Also mein Mann hat dann der Ex-Mann damals hat Abendschule gemacht, Weiterbildung und so weiter, im Schichtsystem gearbeitet. Da war mit Musik in der Zeit nicht mehr ganz so viel. Ich habe dann so ein bisschen davor mich hergetrellert, aber das so richtig zu leben, war erstmal lange nicht. Okay. Ich habe mir das aber so nach und nach wieder zurückerobert, aber in der Zeit, in den 15 Jahren, in denen wir zusammen waren, hat da leider nicht mehr viel von stattgefunden. Aber wie gesagt, das war meine Entscheidung, mich so zu verhalten. Aber hat dir was gefehlt? Also hast du gemerkt, dass da so ein Teil von dir nicht, in Anführungszeichen, nicht gelebt oder dass da was fehlt, ein Loch ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte mich in der Zeit dann auch selbstständig gemacht, wie schon erwähnt, mit einem kleinen Fitnessstudio für Frauen, so à la, ich weiß nicht, Miss Sporty sagt einem vielleicht was. Training mit Ernährung und so, es war super. Es hat mir so viel Spaß gemacht, es waren auch viele Mamas dabei, zu arbeiten, aber ich habe dann auch da schon in den Kursen immer mit Musik gespielt und so ein paar so Tanzeinlagen gemacht und so. Weißt du, das, da hat man schon gemerkt, es musste irgendwie damit raus. Genau. Und also das tat dann gut und dann das war auch okay. Also das war das Minimum, was sein musste, damit ich irgendwie so bei mir war. Okay. Gut, und dann kam aber dann tatsächlich irgendwie auch das Ende und die Trennung und dann ging es mir gesundheitlich richtig, richtig schlecht. Also ich habe da, glaube ich, mein Körper hat mir in der Zeit schon ein paar Mal gesagt, so, jetzt kümmere dich mal, aber ich habe es einfach nicht ernst genommen. Mhm. Und letzten Endes, ich weiß gar nicht, braucht man nicht aufzählen, aber mir fehlt jetzt ein ganzes Stück Darm zum Beispiel. Okay. War das eine Zeit, wo ich mir dann gedacht habe, okay, was willst denn du jetzt gerade eigentlich mal wirklich? Ne? Und habe dann wieder gedacht, okay, naja, dann machst du jetzt mit der Musik weiter und so weiter und so fort. Naja, und dann kam die neue Beziehung. Und dann kamen da auch schwierige Zeiten. Und so, es war immer so ein Auf und Ab. Also es ging mir gut, wenn die Kreativität und wenn das Künstlerdasein irgendwie in meinem Leben stattgefunden hat. Und es ging mir nicht gut, wenn das nicht so war. In allen Lebensbereichen. Ne? Also kannst du da, es ist, ja. Ja, Wahnsinn. Aber hast du es eigentlich schon immer gemerkt? Ne? Hast du es nur nicht quasi für voll genommen, dass das dein Ding ist wahrscheinlich? Naja. Genau, das ist, also genau, ich habe es nicht so ernst genommen, nicht so wirklich. Und von außen, ja klar, ne, mach mal was Vernünftiges, damit kannst du ja kein Geld verdienen, das kennt man ja schon. Und,
Ja. Okay, ja. So. Ist auf jeden Fall sehr Genau. spannend, weil das ist ja doch eine sehr, sehr bewegte Geschichte, auch so mit, Ja. gerade wie du es so beschreibst, mit diesem Auf und Ab und mit Trennung und noch ein Kind und man das ja auch wieder nochmal ganz neue Konstellationen und Herausforderungen, die ja so einen Alltag recht schwer machen. Ne? Was letzten Endes hat dich dann wirklich bewegt, zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders und vor allen Dingen, wie hast du rausgefunden, was will ich? Also, du hast vorhin gesagt, ich wusste nicht, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das geht ja ganz vielen so, dass sie sagen, Ja. okay, ich bin halt entweder Mama oder ich mache dieses oder jenes, aber so, dass diese innere Sense des Warums quasi so ein bisschen verloren geht. Und wie hast du die genau gefunden? Also, gab es da so einen Wendepunkt oder einen Ja, Tipp gab oder es. wie auch immer? Also, Also es toll. ist, ja genau, also die eigentlich war das der letzte Schuss vom Bug des Lebens, würde ich mal sagen. Und zwar, der kleine Mann ist jetzt, wie gesagt, 2 Jahre alt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, vor dann also 2,5 Jahren, also meine Tochter ist vor 3,5 Jahren zu ihrem Vater gezogen. So. Das war schon krass, aber wir hatten das dann ganz gut irgendwie gehandelt und so weiter und so fort. Und dann bin ich schwanger geworden und musste viel liegen, hatte Frühwehen und so weiter. Also war nicht mehr so viel mit am Leben teilnehmen. Da hatte sie dann natürlich auch wirklich mit zu kämpfen. Und quasi auf ein Jahr, genau auf den Tag später, ach, ein Jahr später, hat sie den Kontakt zu mir abgebrochen. Bis heute. Und es ist so, das habe ich erstmal, ich meine, dann kam wenige Zeit später der Kurze zur Welt und wie wir Mama, also ich meine, dann ist sowieso erstmal, Dann funktioniert man irgendwie erstmal, ne? da funktionierst du irgendwie und der Kleine lenkt einen auch ab und irgendwie, aber ich habe auch wirklich in der Zeit habe ich nicht mehr gesungen, ich konnte nicht mehr, es ging einfach, ich hatte überhaupt kein Draht mehr zur Musik, ich habe das einfach weggeschoben. Heute weiß ich, ich konnte mich da mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. So. Und jetzt in diesem Jahr, sagen wir mal so, im Frühjahr ging das so los, dass ich gemerkt habe, irgendwie, nee, also das mit dem Beckenboden, das und so, das ist alles nicht. Und hatte da aber auch schon eine Coach, mit der habe ich auch schon auch viel über das Thema, über dieses private Thema gesprochen und da so ein bisschen dran gearbeitet. Und letzten Endes war das, glaube ich, also diese private Situation, dieser Kontaktabbruch, war der Auslöser dafür, dass ich weiß nicht, wie das so genau, auf einmal war der Tag da, wo ich gedacht habe, nee, so mache ich nicht weiter, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Okay, ja Und dann krass. habe ich ernsthaft, dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt eine Woche mindestens. Machst du kein Business, kein Mama-Dinges, machst Pause und du schreibst nur. Nur schreiben. Nur schreiben, das, was drin ist, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, sonst nichts. Einfach schreiben. Reinspüren, schreiben. Und da kam das dann so nach und nach irgendwie zum Vorschein, dass ich letzten Endes natürlich immer noch das Gleiche will. Ne? Frauen in ihre Kraft bringen, auch Mütter nach wie vor. Dass sie sich selbst ernst nehmen, also erstmal wahrnehmen, annehmen, ernst nehmen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Toll, ja. Das Ja. heißt, dein Mittel ist wirklich auch das Wort, also der Text, die Art und Weise, sich selber quasi darüber Ausdruck zu verleihen. Das Ja. heißt, so eine Art Journaling machst du wahrscheinlich dann auch immer noch. Also du schreibst ja Ja. viel. Ich mag ja deine Texte auch wirklich sehr gerne lesen. Das heißt, das ist für dich auch so eine, ich sage jetzt mal, Seelenreinigung. Ja, das brauchst du auch, merkst du auch, wenn du das längere Zeit nicht gemacht hast. Ja, absolut. Also dann fehlt mir tatsächlich so ein Stück Erdung irgendwie. Also dann ist es eine ganz andere Energie. Wenn ich, du weißt, wie das ist, wir alle wissen das, ne? Wenn die Kinder aber jetzt dann mal wieder anders schlafen als gewohnt, dann ist dann morgens nichts mit Morgenroutine zum Beispiel, ne? Und dann, das fehlt dann schon. Das merke ich. Also da muss ich Heißt, gut du versuchst es dir dann auch zu nehmen, also du versuchst aufpassen. dir Ja. die Zeit zu schaufeln, ja, okay. Ja. Und ich habe auch wirklich das große Glück, dass mein Mann da wirklich voll und ganz hinter mir steht und mich auch unterstützt. Leben mit den Schwiegereltern hier im Haus, die mittlerweile den kurzen, also der geht da ja schon fast von alleine hin. Ne? Das ist schon, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so jetzt ist. Also dir auch eine Stütze ist. Ne? Was Ja. würdest du denn sagen? Also ich sag mal, es gibt ja viele Mütter da draußen, zum Glück, es gibt also auch viele Kinder. Ja.
Was würdest du sagen? Ich glaube, das ist ja wirklich so ein Thema, das viele betrifft. So dieses, ne, ich bin eigentlich nur noch Mama oder es stresst mich so, der Alltag ist schwierig geworden, weil in Anführungszeichen die Kinder nicht hören oder der Haushalt und nee, vielleicht gehe ich auch noch arbeiten, dann der Partner. Also so, ich komme ja immer so wahnsinnig viele Dinge auf einen ein. Ich weiß, weißt du ja auch, dass es viele Dinge sind, die natürlich wir selber auch anziehen. Aber was würdest du jemandem empfehlen oder einer lieben Mama, die, wo du denkst, boah, also irgendwie, ich würde dir gerne was Gutes tun. Also, oder was würdest du ihr mitgeben, dass sie für sich tun kann? Ich meine, das ist natürlich immer individuell. Ne? Jede Situation ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig und auch das, was so das Urbedürfnis ist, an sich ist einzigartig. Aber ja, es gibt verschiedene, also ich würde als erstes sagen, dein Herz hat immer recht. Okay, schön, ja. Das Herz, was dein Herz dir sagt, also das, was du fühlst, was dein Bauchgefühl dir sagt, ist immer richtig. Wie oft ist es so, dass wir sagen, ach, hätte ich doch damals auf meinen Bauch gehört? Ne? Das ist vielleicht was und sich vor diesem ganzen draußen da frei zu machen, zu versuchen. Wie schaffst du das denn? Weil das ist Indem ja ich nun wirklich schreibe. schwer. Ich meine, wenn so viele Ja, indem Menschen ich auf einen schreibe. einströmen, ne? Ja, So. absolut. Indem ich schreibe. Und indem Okay. ich mich auch tatsächlich zurückziehe. Also ich wähle wirklich aus, mit wem ich mich umgebe. Ich Okay. bin gerne Mama, aber zum Beispiel kann ich nicht einfach, also es gibt so Mama-Gruppen und Mama-Gruppen, auch offline jetzt mal, ne? Turnverein oder sonst irgendwas. Und wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann mache ich aber auch nicht, zwinge ich mich nicht dazu, jetzt da noch mich total zu engagieren, wenn das dann meine Kräfte übersteigt irgendwann, zum Beispiel. Es ist natürlich, es ist, denke ich, schwierig, einfach zu sagen, such dir in deinem Alltag irgendeinen Raum, so Zeitfenster, wo du für dich sein kannst, weil jeder Alltag eben unterschiedlich ist, aber das ist es eigentlich, ne? Also, dass man sich so diesen Raum schafft und wenn das nur 10 Minuten am Tag sind und dann zu gucken, was tut mir gut. Und wenn es dann tatsächlich einfach nur Knöpfe in die Ohren und Musik hören ist und dumm rumsitzen. Ja. Ich glaube, das ist das sowieso das Allerschwerste, glaube ich, ne? Dieses in Ja. Anführungszeichen rumsitzen und ich denke, oh, ich muss jetzt Ja. aber dieses und jenes noch machen und ach du liebe Zeit, ne? Ja. Das Ja. ist ja aber wieder der innere, eigentlich nur der innere Antrieb, der quasi von außen gesteuert ist. Ja, das sind ja nur wir Ja, selber. ja. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass es darum geht, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Wer bin ich? Wer bin ich denn wirklich? Und was will ich denn hier auf dieser Welt? Also nicht jeder muss ja jetzt hier die große Weltverbesserungsaktion starten, aber man kann ja auch im Kleinen anfangen. Also was will ich denn? Also darüber sollte sich jeder Mensch, aber auch jede Mama darf sich darüber, glaube ich, klar werden. Ja. Ich denke, das ist Das auch geht auch, wichtig für die geht. Begleitung mit den Kindern, ne? Also ich meine, das ist ja auch Ja. wichtig, wenn ich nicht weiß, was ich will oder wofür ich stehe mit meinen Werten, naja, dann kann ich auch keine Werte vermitteln, ne? Dann bin ich auch undurchsichtig, dann bin ich undurchschaubar, ne? Dann können auch meine Kinder nicht mir den Leitstern sehen, der ich vielleicht gerne sein möchte, ne? Genau, ja, genau. Und dann ist es der nächste Rattenschwanz, ne? Dann ist das mit den Kindern dann schwierig, weil die irgendwie auch keinen Halt haben, so wie du sagst. Und dieses nur Mama sein, da werde ich sowieso ganz allergisch, ehrlich gesagt. Ich finde das toll, nur Mama zu sein. Wenn sich jemand dafür entscheidet, ich finde es super, weil nur weil das jetzt kein Einkommen bedeutet, ist es nicht weniger wert. Absolut. Und nur Mama sein heißt ja, es klingt so abwertend. Ich verstehe, wie das gemeint ist oft, aber gleichzeitig signalisiert das ja auch, ach, ich muss jetzt noch mehr machen. So, ne, auch wenn ich gerade nicht kann. Ne, Lebensphasen sind ja auch, also es wechselt sich ja auch immer ab. Es gibt Zeiten und es gibt Zeiten. Und wenn ich jetzt mit einem Säugling zu Hause bin,
Ja, dann gehen wir weg mit Selbstverwirklichung. Ehrlich mal. Ja. Ja, wirklich. Da bin ich froh, wenn ich in Ruhe aufs Klo kann. Mhm. Ja, ist doch so. Ist auch so, ja. Und nicht dabei. Das ist auch mit 3- oder 4-Jährigen nicht anders. Dann ist auch froh, wenn alleine. Ja, das ist, aber da kann man wenigstens noch mal ein paar Worte wechseln. Ne? Aber so hängst du dann da mit dem, Entschuldigung, oh, mit dem Säugling am Busen, mhm, auf der Kloschüssel. Ja. Ja, kann, also ist jetzt nicht, habe ich gemacht. Ja. Aber, ja. Ich glaube, es kennt wahrscheinlich jede Mama, die das irgendwie mal durchgemacht hat. Und die kein, ja, nicht, sag jetzt mal, nicht so ein Riesendorf um sich rum hat, wo man dann das Kind abgeben, genau, kann. Aber macht man am Anfang sowieso nicht. Ne? Also. Nee, macht man auch nicht. Und muss man vielleicht auch nicht. Oh. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Der erste, mhm, also bevor irgendwas irgendwo verändert wird oder irgendwelche Hobbys sich gesucht werden oder sonst irgendwas, um Zeit für sich selbst zu haben, ist es erstmal wichtig, dass ich weiß, was ich überhaupt will. Also wer ich überhaupt bin und daraus, mhm, folgend, was ich will. Mhm. Ja, sehe, ja, ich auch so. Finde das auch so wichtig. Und ich finde es toll halt, dass wir die Möglichkeit haben, über verschiedene Kanäle auch das auszudrücken, ne? Und dann einfach, ja, auch so uns selbst wieder wahrnehmen zu können. Ne? Und ja, ja, darüber einfach auch in den anderen Kontakt mit uns selber kommen, aber auch in Kontakt mit dem Partner und auch in den Kontakt mit den Kindern. Ne? Also genau, das schön, in aller Richtung. Ermöglicht diesen, das quasi, können wir uns ja selbst so ein bisschen eröffnen in dem Ganzen oder ja, einen größeren Rahmen geben in dem Ganzen. Das finde ich halt so schön. Das ist auf jeden Fall so. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt schöne Texte zu schreiben, schöne Bilder, mhm, zu malen, irgendwas, mhm, toll zu bewerten, das, mhm, da zustande zu machen. Es geht ums Machen, um das, genau, ich sag mal so, um das Sein beim Tun. Ja, sehr schön. Das finde ich super. Das wäre eine ganz tolle Aussage. Ja, sehr schön. Ich glaube, also das ist auch so ein Thema. Ich glaube, die Präsenz, also, mhm, Präsenz mit mir, aber auch jetzt gerade als Mama präsent mit den Kindern sein, das ist echt eine Challenge. Mhm. Wann, mhm, spielt man denn mal wirklich, Mama, ja, denn mal wirklich unbeschwert mit den Kindern? Also, ja. Ja. Es ist wirklich, das ist schon heutzutage nicht so einfach, ohne dass hier gleich läuft, ach, ich muss noch das und jenes und welches und eigentlich. Ne? Aber es, ja, ist so wertvoll. Es ist so, mhm, wertvoll. Und auch das spiegelt sich dann überall und überträgt sich auf Partnerschaft, auf Freundschaft, mhm, auf überhaupt, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich zu mir stehe. Das ist dieses Aushalten von mir selber. Ne? Ich glaube, das ist ja manchmal, ja, auch so schwer, sich selbst, wie du es vorhin am Anfang schon gesagt hast, ne? Dieses Zulassen, wer ich bin, und dann kann ich damit leben. Also kann ich mit mir selber so leben, wie ich das werde gerade bitten, ja, das ist ja manchmal, ja, auch nicht so einfach, ne? Wenn ich gerade, ja, unzufrieden bin, weil ich die ganze Zeit nur schimpfe oder meckere, ja, dann mag ich vielleicht mit mir gerade auch so gar nicht leben, ja, also dann finde ich das, ja, vielleicht auch blöd, ne? Ja. Aber ich finde es halt so schön, dass wir eine Möglichkeit haben, da auszutreten und zu sagen, okay, wir müssen es halt nur machen, wir müssen, wie du sagst, ne, es einfach tun, einfach raus aus diesem gewohnten, wie sich das so schön anfühlt, kuscheligen, ich sag mal, Blödzustand. Ja, da müssen wir, ja, einfach, ja, ausziehen. Wir können es, ja, schöner machen. Du beschreibst es ja in deinem Lebensbeispiel einfach so wunderbar. Ja, ich meine, du hast auch dich in Dingen aufgehalten, in denen du dich eigentlich nicht wohlgefühlt hast oder beziehungsweise Dinge von dir vergessen. Und dann hast du sie entdeckt und bist da echt erblüht und denkst, huch, okay, warum eigentlich nicht gleich schon so, ne? Richtig, ja. Wobei, da muss ich auch sagen, klar, man sagt dann, warum hätte ich ja mal vorher gewusst, ja, dann wäre es nicht dran gewesen. Mhm. Ne? Also, da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Alles, was ist. Und also damit will ich jetzt nicht sagen, dass man sich jetzt darin, also wenn es jetzt gerade echt scheiße läuft, dass das, mhm, richtig ist. Also das darf man jetzt nicht, mhm, falsch verstehen. Aber sich den Druck rauszunehmen, zu sagen, ich muss mich jetzt verbessern, ich muss mich jetzt optimieren, ich muss jetzt dieses, das und jenes. Ein bisschen durchatmen und mal erstmal reinspüren, was ich denn überhaupt wirklich bitten will und muss und darf. Ja. Ich glaube, das ist der erste Schritt, wirklich. Wirklich. Ja. Ich finde das auch so schön, weil genau das mit diesem, dass es nicht heißt, jetzt kommen, also dieses Machen heißt ja nicht, jetzt optimier dich, wie du das sagst, ne? Also das finde ich, ich bin da voll bei dir, ja. Nicht dieses, okay, immer Optimierung, wie jetzt in der, was weiß ich, in der Wirtschaft, ja, und immer alles noch schneller, ja, besser und neuer gemacht, ja, werden muss, sondern einfach sagen, okay, stopp mal, es ist genau das Gegenteil. Das Tun ist in das andere, nämlich das Nicht-Tun. Also, ja, Paradox, ja, aber genau das ist es ja eigentlich, ja, oder? Genau so. Mhm. Absolut. Also. Was ist so dein berührendster Text für dich gewesen selber? Also hast du so einen, den du dir auch immer wieder anschaust, oder was machst du mit deinen Texten, wenn du die geschrieben hast? Wie gehst du damit um?
Also es ist unterschiedlich. Meistens ist es so, dass sie eher so aus dem Flow heraus entstehen. Also das ist das, was mein Herz gerade so rausbringen will. Dann schreibe ich das und verbessere da eigentlich. Ich lese es nochmal wegen der Rechtschreibung einigermaßen durch. Aber letzten Endes korrigiere ich da nicht mal rum, weil so wie das rauskommt, ist es dann auch richtig. Das ist meine Meinung und so ist es doch das, was an Botschaft dann raus soll. Super. Und dann ist es draußen und dann ist es in der Welt und dann ist es gut. Super. Und wo es sich dann irgendwo niederlässt und irgendwo ein bisschen Inspiration verbreitet, da bin ich total dankbar, wenn das so ist. Natürlich überlege ich jetzt gerade, ob ich jetzt ein E-Book mal zusammenstelle mit ein paar Sachen und so weiter, aber dass ich mich jetzt hinsetze, tatsächlich, und mir ein paar Texte immer und immer wieder durchlese, ist eher nicht so. Es gibt wenige Ausnahmen, da mache ich das, aber ich bin oft überrascht, wenn ich dann, so wie jetzt, heute da in meiner, ich habe ein neues Freebie und einen Audiokurs und die Texte dazu, und da habe ich mir das heute nochmal durchgelesen, da habe ich so gedacht, oh, ist das schön. Schön. Sehr, sehr Ja, cool, ja. da freue ich mich selber drüber. Und aber ich meine, ein entscheidender Text war, ich könnte den jetzt natürlich nicht wiedergeben, aber war, als ich dann das erste Mal über die Situation mit meiner großen Tochter geschrieben Ja, habe gut. und nichts ist mehr, wie es vorher war. So ist der Titel und der war schon sehr, Berührend. also der ist mir sehr, genau, der ist mir sehr, sehr, sehr nah, sehr wertvoll. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch eine krasse Situation. Ich meine, also ich möchte mir das als Mama ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also wenn ich mir das gerade überlege, mein Sohn würde irgendwann sagen, du, auf Wiedersehen. Das ist ja schon ein harter Tobak, muss man auch sagen, ne? Es ist, ja, es ist harter Tobak und es ist natürlich, wenn das so aus gefühlt aus dem Nichts kommt und du eigentlich überhaupt gar nicht die Welt mehr nicht mehr verstehst, und du auf der anderen Seite niemanden hast, der da mit dir an einem Strang zieht, Vater, um da irgendwie etwas zu vermitteln oder so, dann, also ich konnte nicht zu ihr fahren oder so, weil ich früh wehen hatte und ich konnte kein Auto fahren, ich durfte nicht lange sitzen, sonst irgendwas. Ich war echt richtig hilflos. Und trotzdem, ich bin natürlich nicht unschuldig oder irgendwas, darum geht es auch gar nicht. Und aber trotzdem geht dann erstmal dieses, es ist eine krasse Situation, auf jeden Fall. Aber ich bin heute sehr dankbar und wir haben ja jetzt immer noch keinen Kontakt. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen ganzen, alles, was so an schlechter Energie, diesen Brass, diese Vorwürfe, dieses, du hast mir mein Kind weggenommen, so, ne, diese Denke, das kommt ja. Ja, klar. Das habe ich nicht mehr. Toll. Weil ich einfach verstanden habe, dass das Band, was zwischen Mutter und Kind ist, also diese Liebe, die uns verbindet, die kann uns sowieso keiner nehmen. Auch wenn sie das jetzt gerade nicht sehen will, womöglich, das ist da. Das ist da und es ist immer da. Und egal, ob wir uns wiedersehen oder nicht, ist diese Verbindung da. Und das hilft dann auch, mit der Situation klarzukommen, das nicht einfach nur wegzuschieben, sondern auch wieder richtig glücklich zu sein. Ohne schlechtes Gewissen. Und ich schreibe ein Buch darüber. Oh, so sehr gut, auch eine Art der Ja. Verarbeitung. Ja, 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 ja. ja, ja. Eben für, du glaubst nicht, wie viele Mütter es gibt, die da sitzen, die da nach Hause kommen und feststellen, die Kinder sind weg. Wow, okay. Ich bin da, ich habe erst gedacht, naja gut, bei Vätern ist das ja leider schon irgendwie normal, ne? Aber das ist Wahnsinn, was da passiert. Also das ist so ein Thema, da würde ich gerne auf jeden Fall mehr für tun. Okay, ja. Das ist Ja. ja auch schön, weil du auch sagen kannst, ich habe das geschafft und ich bin jetzt nicht mehr in diesem Prast. Ja, du hast in diesem Prozess irgendwie durchlebt und du weißt, wie sich das anfühlt. Und es gibt, wie du sagst, wahrscheinlich genug Frauen da draußen, die leider genau das auch durchmachen müssen. Es ist ja toll, dass du sagen kannst, es ist blöd, aber es geht weiter. Und ne, also es gibt Möglichkeiten, da durchzugehen und das liebevoll anzunehmen und nicht zu sagen, okay, ich bleib da in so einer ganz schlechten Verbindung und Energie die ganze Zeit, sondern du bist ja echt ein Ja. tolles Beispiel zu sagen, ich habe es geschafft und das kannst du auch, das ist ja toll. Ja, es ist auch so. Es ist auch so, ja. Und wenn ich dann damit helfen kann, dann
ist das super. Einfach auf jeden Fall, super. Also finde ich ganz klasse. Ja, ja, ja. Und ich glaube, es ist auch so ein Prozess des Loslassens, den wir als Mama schon immer lernen müssen. Egal, ob das Kind jetzt entscheidet, allein zu gehen oder ob es Stück für Stück geht, es ja jeden Tag auch los. Und dann ist das ja auch ein schwerer Prozess so als Mama, glaube ich, dieses Loslassen von Erwartungen vielleicht auch, von den eigenen Vorstellungen, wie sowas zu sein hat, ne, und wie das Kind sein soll, wie du als Mama sein sollst, wie die Beziehung und so weiter, und dann werden sie größer. Ich glaube, wir haben da so wahnsinnig viel inneren Druck auch, oder? Also, dass so eine Beziehung so und so sein soll, dass das Kind so sein soll, also das ist schon irgendwie auch heftig. Das stimmt, das stimmt. Ich spreche da immer gerne von Schablonen. Ne? Es gibt für alles im Leben irgendwie Schablonen angeblich, also ja, gibt es. Also wir nehmen sie ja wahr. Und übernehmen sie auch gerne, in Anführungsstrichen. Aber das tut uns natürlich nicht gut, weil wir ja dann nur in gewissen Grenzen, vorgegebenem Rahmen irgendwie leben und lieben und agieren können. Und dafür sind wir, glaube ich, nicht gemacht. Also dafür ist jeder Mensch so einzigartig und hat so ein Potenzial. Und das ist auch etwas. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir unseren Kindern das ermöglichen, das eben nicht mehr so erleben zu müssen, dass sie sich entfalten können, also wirklich wahrhaftig entfalten können. Und natürlich dürfen wir Mütter da erstmal gucken, dass wir das dann für uns gut hinkriegen. Ne? Ja. Ja, finde ich total klasse. Und du hast gesagt, du hast auch ein Freebie jetzt quasi, sowas in diese Richtung auch passen würde. Erzähl doch mal ganz kurz da was zu. Genau. Also das ist ein Audiokurs, der geht über 6 Tage. Mhm. Und der Titel ist Entstaube deine Künstlerseele. So entdeckst du deine kreativen Fähigkeiten für, lass mich überlegen, mehr Erfüllung und Erfolg in Leben und Business. Mhm. Und also das ist wirklich für alle Lebensbereiche geeignet, und ich habe einfach geguckt, dass ich so ein bisschen von dem, so wie ich dann mit den Frauen arbeiten möchte, damit reinbringe, so als Probe, und mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn meine Künstlerseele denn? Mhm. Und Künstlerseele heißt nämlich nicht, dass ich irgendwie Künstlerin bin, sondern das ist einfach ein Anteil in uns, der sowieso da ist. Ne? Das Ding mit der Kreativität. Mhm. Aber in der heutigen Zeit ist das noch zu sehr, wird das zu schnell abgetan, belächelt, ne? So in die Richtung. Aber es ist so wertvoll, und ich glaube, ich habe da coole Dinge zusammengebastelt, dass auch wenn es nicht ums Business geht, man damit, oder Frau, Mama damit, wieder ein bisschen mehr zu sich findet. Sehr schön. Ich glaube, das ist cool. Total gerne, weil ich finde sowas immer inspirierend. Also ich glaube, jeder Input, den man sich holen kann, da kann jeder sich das rauspicken, was für ihn am wichtigsten ist. Ne? Unbedingt. Und wo man profitieren kann davon, dass ja wirklich, wie du vorhin auch schon sagst, für jeden unterschiedlich. Und ich finde ja, Kreativität an sich ist ja schon ein Prozess des vielen Möglichen, des unerschöpflichen Optionen, die wir so haben. Und das allein ist für mich ja schon Kreativität, ne? Und nicht nur ich singe etwas oder ich male oder ich schreibe, das ist alles für sich kreativ. Ja. Ne? Ja. Der ganze Prozess ist es ja schon. Und da finde ich das so toll, wenn jeder so in diese Richtung mit zelebriert und einfach sagt, okay, ich traue mich und gehe weg von diesem Schuldenken, ich habe jetzt hier ein Bild gemalt und kriege dafür eine Note, ob gut oder schlecht, oder singen kann ich nicht, in Anführungszeichen, ja, natürlich. Ne? So. Und schon haben wir in diese Schublade wieder Kreativität, nichts für mich auf Wiedersehen. Und deswegen finde ich es toll, dass du da auch in eine andere Schiene gehst und sagst, hey, stopp. ganz genau. Denn gerade wir sind ja hier unter Mamas, wenn wir uns unsere Kinder angucken, wie die sich entwickeln, wodurch sie, wie sie durch ihren Alltag gehen, wie sie ihre Herausforderungen annehmen, wenn wir sie lassen natürlich. Ne? Was nutzen sie da? Sie nutzen ihre in sich schon angelegte Kreativität, um irgendwelche Situationen zu bewältigen. Und immer wieder. Sie probieren rum, bis es klappt. Und das ist dieses Machen. Und die sind so präsent mit sich und der Situation in dem Moment. Ja. Ne, diese Selbstwirksamkeit, die dann da erlebt wird. Und
Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber das stimmt, passt auf jeden Fall alles dazu mit dem, dass die Kinder auch die Kreativität in sich tragen und wir es wieder lernen dürfen. Ne? Also die haben es halt irgendwann... Genau, wir dürfen uns unbedingt wieder daran erinnern. Genau. Und genau, die Kinder sind, die können wir uns angucken und wir Mütter dürfen uns mal 20 Mal auf die Schulter klopfen, weil wenn wir uns überlegen, wie wir den Alltag gestalten, kreativ, wir müssen ja eigentlich von jetzt auf gleich immer kreativ irgendwelche Lösungen finden. Das ist das. Ganz und genau. Es gibt ja auch die Bezeichnung des Lebenskünstlers. Und wenn du dir überlegst, das wird zwar so abgetan irgendwie nach dem Motto, der will nicht arbeiten gehen und mogelt sich so durchs Leben. Ich sehe das ein bisschen anders. Und wir alle dürfen Lebenskünstler sein. Mhm. Und da, wie wir das ausdrücken, wie du schon gesagt hast, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. So viel. Und es muss eben nicht die Kunstschublade sein. Mhm. Genau. Ja. Einfach das Machen, das Tun, das Zelebrieren des ganzen Lebens. Ne? Wieder ein bisschen mehr Freude in das Ganze. Nicht mehr dieses, also was mir einfach auffällt und ich weiß nicht, wie es deine Wahrnehmung ist, aber das ganz oft so starr ist und mein, also ich jetzt als Mama müsste jetzt so und so sein oder mein Kind muss so und so sein. Ja, ich habe diese vorgefertigten Meinungen und bin so in diesem starren Rahmen. Und wenn ich halt rausfalle, ach je, ja, dann bin ich gleich, ne, das ist ja im Kindergarten, in Schulen nichts anderes, ne, dann bin ich halt gleich wieder auffällig, was ja total schade ist, weil keiner ist eine Norm, keiner ist irgendwie allgemeingültig, wie auch immer, ja, sondern jeder ist individuell. Und das ist halt so schön, dass es bei dir in deinen Texten und deiner Musik auch so rauskommt. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du auch dabei warst heute und so von deiner Geschichte, von deiner Erfahrung einfach erzählt hast, weil das echt ein bewegtes Leben ist. Und ich finde, da kann jeder von auch was lernen. Auch wieder lernen, kreativer zu sein in seinem Denken, ja, die Wahrnehmung wieder zu verändern. Ja. Das könnte auch nochmal ganz anders sein. Und das finde ich halt so schön. Ne? Deswegen da schon mal in dem Sinne vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ach, sehr gerne. Ich stelle immer gerne eine letzte Frage, weil mich das immer so schön finde, ist so, wenn du jetzt wirklich, du hast es zwar vorhin schon anklingen lassen, aber so jetzt aus deiner Expertise, mit deinem Wissen, mit deinem Fachwissen, mit all deiner Erfahrung aus deinem Leben, wenn du jetzt quasi nochmal jemand findest, der ganz am Anfang ist mit einem kleinen Baby oder sagen wir mal einem Kleinkind und so wirklich so gerade so ein bisschen auf der Suche auch ist, wie es weitergehen soll und vielleicht überfordert ist mit allem und selber nicht so genau weiß, was sie will, was würdest du dieser Person, dieser Mama sagen, wie kann sie sich ihren Alltag leichter machen? Ja, ich habe das schon gesagt, genau. Ich habe gesagt, dann hör auf dein Herz. Ne, hör auf dein Herz, es sagt dir, was richtig ist. Wenn du auf dein Herz hörst, dann hörst du auch dich. Ne? Dann beginnst du wieder, dich selber zu spüren, dich zu erinnern, welcher Mensch in dir steckt, welche Mama du sein möchtest. Was mir gerade noch dazu einfällt, ist, weniger ist mehr. Okay. Also sich einfach mal wirklich von allem, was nicht sein muss, frei machen. Im Innen und im Außen. Wie genau könnte das gelingen, deiner Meinung nach, dieses Freimachen von? Also das ist ja immer so leicht gesagt. Wie würdest du sagen, wie kann man das schaffen? Ich glaube, da braucht es schon ein bisschen, also entweder vielleicht über kreative Tätigkeiten, wobei das am Anfang natürlich schon echt eine Nummer ist. ja, vielleicht sich einfach an dem Kind erfreuen, also sich wirklich darauf einlassen, mit dem Baby sein. Einfach mit dem Baby sein. Und den Partner mit ins Boot holen. Er ist doch, also wenn der Partner da ist, wenn der Papa da ist. Dass der so ein bisschen hilft, die Außenwelt, wenn sie denn zu anstrengend ist, etwas abzuschirmen. Mhm. Vielleicht. Ich habe aber auch schon oft überlegt, man müsste viel früher anfangen. Wir müssen schon viel früher anfangen, bevor wir Frauen überhaupt schwanger werden. okay. Ja, wirklich. Jetzt nicht im Sinne von wegen, überlegt ihr das gut, sondern eine liebevolle, sanfte Vorbereitung auf das, was passiert. Weil es gibt auch keine guten, kaum noch wirklich Vorbilder irgendwie so richtig, habe ich so das Gefühl. Ja. Da ein bisschen mehr informieren oder schon da so diese innere Stärke aufbauen. Was würde ich ihr sagen? Also Herz, wirklich Herz sprechen lassen und
Eigentlich hören doch fast alle gerne Musik, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne keinen, der das nicht gerne tut. Also sich zumindest das immer wieder gönnen. Und wenn es nur 5 Minuten Lieblingslieder ins Ohr sind, um einfach mal sich selbst zu erlauben, nichts zu machen und nur zuzuhören. Super, sehr schön. Ja. Das geht ja in jeder Lebenslage. Das geht mit beim Stillen, ja. Das geht auch, wenn die Kinder größer sind. Ja, und das kann man immer. Also gibt es eigentlich keine Ausrede, das nicht zu tun. Ja. Sehr cool. Ja, genau. Oh, sehr schön. Ist ja wieder ganz viel drin für jeden, der sich das ja anschaut. Einfach an Emotionen, was ich total schön finde, ist das Herz, von dem du immer sprichst, spürt man einfach. Ja, also man merkt, dieses Herz ist so ein wichtiges Thema und ganz wichtig auch für Beziehungen. Wenn wir leben halt in Beziehungen, egal mit wem, ja, dann müssen wir halt unser Herz auch etwas öffnen und von daher finde ich das toll zu spüren. Ich hätte ja irgendwie noch mal so Lust, irgendwie entweder noch mal ein Lied oder einen Text von dir zu hören. Wenn du jetzt sagst, okay, das passt jetzt gerade nicht, könntest du dann einfach einen in die Gruppe stellen oder sowas, weil ich finde, einfach diese Art von dir darf gerne noch mal so ein bisschen weiterfließen. Ich finde das einfach so schön. Das mache ich total gerne. Ich überlege mir was Schönes. Mhm. Ich glaube, ich mache was Neues für euch. Ja, super. Sehr cool. Ja, das muss ja schon dann auch so, ne? Von Herz zu Herz. Sehr schön. Oh, sehr cool. Da freue ich mich total, weil das ist irgendwie, das darf deine Art darf und auch in unseren Raum noch weiter expandieren, darf noch weiter strömen. Ich finde das einfach schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für all deine wertvollen Input und ja, vielleicht auf ein neues irgendwann. Vielen Dank. Liebe Claudi, ich danke dir. Ich war total gerne hier und natürlich immer gerne wieder. Super. Vielen Dank. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss.